Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Leser, ich begrüße Sie herzlich zum 96. Video. Diesmal wieder aus der Reihe der Vorstellung von Büchern anderer Autoren. Das Buch von Josef Roth mit dem Titel Juden auf Wanderschaft ist ein schmales Bändchen, das es in sich hat. Es ist dem Autor gelungen, den Blick in eine versunkene Epoche, die gleichzeitig auch ein Abschnitt der europäischen Geschichte ist, zwischen zwei dünnen Taschenbuchdeckeln konservatorisch für die Nachwelt festzuhalten, ohne dass dabei etwas an Geschmack und Gehalt verloren ging. Schon im Vorwort nimmt er sich kein Blatt vor den Mund und man merkt, dieser Mann weiß genau, wovon er spricht. Schnell kommt er zum thematischen Kern seines Werkes, wobei er mit scharfem Verstand und ebenso scharfer Zunge schonungslos jene Missstände benennt, die ihm auf der Seele brennen. Ebenso schonungslos wird der Leser gleich direkt mit ins Geschehen hineingezogen. Im ersten Kapitel mit der Überschrift Ostjuden im Westen bietet er in komprimierter Form all jene Details dar, die der interessierten Leserschaft in Kürze das zuführen, was sie wissen muss, um sich in die folgenden Kapitel richtig einfühlen zu können. Fast wie in einer Tageszeitung blättert er sämtliche Aspekte der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Situation, der Übergangsjahre, von der ausklingenden, oder besser gesagt bereits sichtbar bröckelnden K&K-Monarchie bis zum Zweiten Weltkrieg auf. Anmerkung an dieser Stelle: Die Erstausgabe des Buches ist 1927 erschienen. In diesem Abschnitt seines Buches, wie auch in den weiteren, bemüht er sich erst gar nicht um beruhigende Formulierungen, die dem Leser in romantisch verklärten Bildern die gute alte Zeit näher bringen sollen. Im Gegenteil, für ihn ist es eine persönliche Mission, ein Bedürfnis, vielleicht sogar eine heilige Pflicht, sein Publikum aufzurütteln. Josef Roth ist ein Mahner und Warner, ein Mensch mit erstaunlichem Weitblick, auch wenn er in manchen Bereichen Zukünftiges nicht exakt vorhersehen konnte. Ein Mann, der Entwicklungen vorausahnte und wohl auch das Unheil am Horizont hat aufsteigen sehen. Nach dem Blick auf die Situation der Juden im Westen widmet er sich in den folgenden Kapiteln ganz dem ostjüdischen Schicksal sowie dem Titel des Buches entsprechend der Wanderschaft zu vieler, die das gewohnte Umfeld, welches für einige doch eine echte Heimat gewesen war, verlassen mussten und sich wenig später in westeuropäischen Großstädten oder in den überseeischen Metropolen wiederfanden und dort zurechtfinden mussten. Der Blick auf seine eigenen Stammesbrüder ist zeitweilig liebevoll, aber auch kritisch und stellenweise hochemotional. Seine Texte offenbaren den Seelenzustand des Autors und zeigen ihn als gläubigen, empfindsamen, wie er es auf Seite 57 selbst schreibt, leicht rührbaren Menschen. Einerseits tief in der Tradition verwurzelt, andererseits von den Entwicklungen der Moderne bereits seelische Verwundungen tragend. Falls Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, das eigene Kopfkino nicht ausreicht, empfehle ich Ihnen an dieser Stelle das mit einem reichhaltigen Fotoschatz ausgestattete Buch von Rachel Salamander mit dem Titel Die jüdische Welt von gestern. Dieses eignet sich sehr gut als ergänzende Lektüre. Der Autor gibt nicht nur Einblick in die Lebenswelt der verschiedenen Ghettos, wobei er charakteristische Typen treffend beschreibt,
sodass vor dem Auge des Lesers ein lebhaftes Bild entsteht, sondern er benennt auch die Schatten, unter denen das damalige europäische Judentum lebte. Nicht nur jene negativen Einflüsse, die von außen an es herankamen und denen es sich ausgesetzt sah, auch jene, die sich aus dem Inneren der Gemeinschaft heraus bemerkbar machten. Die inneren Spannungen und Meinungsverschiedenheiten, die sich aus der Vielfalt jüdischen Lebens ergaben. Manches davon ist bis heute spürbar. Zum Thema Zionismus äußert er sich kritisch ablehnend. Es wäre interessant zu erfahren, wie er die aktuelle Situation beurteilen würde, wenn er heute noch lebte. Ebenso ist der Nationalismus für ihn etwas nicht Brauchbares, das seiner Meinung nach Menschen in eine unnatürliche Ordnung presst. Dieser ist für ihn der Aufhänger für allgemeine Kritik an den im Westen gewachsenen politischen Strukturen. Aus seiner Sicht braucht der Jude keine Nation, um sein Jüdischsein leben zu können. An dieser Stelle möchte ich auf mein Buch Nationalismus und Glaube hinweisen. Zudem stört ihn die preußische Gründlichkeit, hierbei insbesondere das Gebaren der Behörden, das so manchen kleinen jüdischen Bürger schier verzweifeln ließ. Auch die Kritik an der religiösen Praxis spart er nicht aus. Oberflächlichkeit, Materialismus, Heuchelei und Opportunismus benennt er klar als jene Übel, die es zu bekämpfen gilt. Bei seinem Gang durch die westlichen Ghettos, in die er den Leser wie durch Gucklöcher Einblicke gewährt, kommt seine Liebe zu Wien besonders zum Vorschein. In diesem multikulturellen Schmelztiegel lässt er seine Seele schwingen und wird bei der Beschreibung verschiedener Alltagsszenen merklich sentimental, wenn er zum Beispiel den Wurstfabrikanten Piovati namentlich erwähnt. Auf der Webseite von Vintage Vienna finden Sie übrigens ein Originalfoto des Selchwarenladens in der ehemaligen Adlergasse 8. Ebenso haben Sie auf der Internetseite Dort jüdisches Leben in Wien die Möglichkeit, virtuell in das alte Wien einzutauchen. Auf dieser Seite gibt es einen audiovisuellen Guide mit Fotos sowie Audio- und Video-Stories, wobei Sie sozusagen mit dem Finger auf der Landkarte durch die historische Stadt wandern können. Berlin erscheint ihm offenbar etwas trocken, obgleich er dem Zuwanderer auf Seite 49 rät, dass man dort auch als Hausierer Karriere machen könne. Wirklich freundliche Worte findet Josef Roth nur für Paris, dem er den Status der Weltstadt großzügig zuerkennt. Auf Seite 54 schreibt er: Die wirkliche Weltstadt ist objektiv. Sie hat Vorurteile wie die anderen, aber keine Zeit, sie anzuwenden. Aus diesen Worten spricht sein Sinn für an Sarkasmus grenzenden Humor, welcher an zahlreichen Stellen seines Buches aufleuchtet. Wenn er etwa auf Seite 16 schreibt: Im Übrigen können Wunderrabbis und sogar Händler im Hauptberuf Dichter und Denker sein, was westeuropäischen Generälen sehr schwer zu fallen scheint. Der Mann hatte auf jeden Fall Chuzpe, nicht nur weil er so dachte, sondern es auch genau so niedergeschrieben und dann auch noch gewagt hat, diese Gedankensammlung in den Druck zu bringen. Und das wohlgemerkt im Jahre 1937. Josef Roth wurde übrigens im Jahr 1894 in Prodi in Ostgalizien geboren und starb 1939 in Paris. Liebe Zuschauer, abschließend möchte ich sagen,
dass dieses Buch nicht nur für jene Leserinnen und Leser, die, so wie ich, einen osteuropäischen Herkunftshintergrund aufweisen, oder für jene, die einen Hang zur Wien-Nostalgie haben, welche derzeit wieder hochaktuell ist, als Lektüre geeignet ist. Auch all jenen, die sich mit der jüngeren Geschichte befassen, sei dieses Büchlein ans Herz gelegt. Gerade im Herbst, in welchem die Tage nun merklich kühler werden, könnte Ihnen beim Lesen plötzlich warm ums Herz werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Ihre Andrea Pieringer.